muss ja erstmal alles finden in seinem Inventar hier. Ja, ich muss auch. Redest du von mir? Nee, ich bin auch gerade so ein bisschen vollgeproppt. Ja. Ich wäre gerade voll geküpft. Das ist die falsche. Ich brauch die hier. Nee, ich brauch nicht die Schüssel, ich brauch den da. Dankeschön. Mann. Die Fackel da muss weg. Und ich werde mir jetzt gleich einen Soundmuffler bauen, weil die gehen mir auf und sowas von tierisch auf den Arsch. Ja, hab ich ja schon verstanden. Okay. Dann werde ich was anders machen. Habe ich noch von Project Red ein bisschen Kabel dabei? Ich schätze mal, das habe ich bestimmt oben in die Kiste geschmissen. Sehr schön. Andere haben ihren Soundmuffler. Ich habe Rohrschneider. Der muss sich in die Luft jagt. Ich mich nicht. Diese komischen Zuzeitier hier Löcher im Boden hauen, die Schweine. Ja, also wie gesagt, ich habe gerade wieder 12 FPS, also ich freue mich gerade richtig. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, woran das ist. Liegt vielleicht an der Smeltery. Dann wird die irgendwann demnächst komplett abgebaut und überhaupt nicht mehr angeschlossen, weil die da unten dürften eigentlich überhaupt nicht laufen. Habe ich ein bisschen. Ja, super. Ich habe jetzt mal ein Kabel. Nicht dabei. Okay. Aber das wird lustig. Also, wie gesagt, ich habe jetzt schon nur noch 12 FPS. Woran das liegt, ich habe keine Ahnung. Ich habe gar keine Ahnung. Ja. War zwar mal eine andere, was anders, aber. Gut. Dann hätte ich gesagt, ich muss jetzt dann hier komplett aufhauen. Und dann komplett bis hier hinter gehen. Und dann kommt dieser Hebel, hier hin. Und dann habe ich hier Kabel. Gut, zwei fehlen noch. Das heißt, wir brauchen jetzt noch Kabel. Beziehungsweise die Kabel muss ich von da hinten abreißen, weil das ME-System muss nämlich erst laufen, weil ist nämlich leer. Glaube ich. Ist schon leer? Nee. Ja, also er zieht auf jeden Fall nichts mehr raus. Okay. Naja, ich habe ja noch ein paar Quasita-Bank in der Tasche. Jo, okay. So, aber gleich nicht mehr. Sehr schön. Das funktioniert schon mal. Das heißt, wir brauchen jetzt. Wie viele Drums hast du noch? Keins. Keins. Gut, das heißt, wir brauchen jetzt. Jetzt kannst du nämlich gleich mal gucken, ob es vorne voll ist. Das heißt, du kannst mir von Project Red noch ein bisschen Red Alloy Wire mitbringen. Dann kannst du mir auch gleich noch mitbringen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Crucibles. Was brauchen wir noch? Dann brauchen wir noch 1, 2, 3, 4 Netherrack. Wobei, ich geh gleich mit. Das ist, glaube ich, besser. Dann brauchen wir auf jeden Fall. Ach, das kann ich dir gleich mal zeigen, wie ich das vorhab. Und zwar, ich möchte hier nach hinten gehen. Nach unten. Ja, okay, wenn jetzt das wirklich nur nach unten geht, muss ich ja wirklich wieder komplett nach oben gehen. Hast du noch Fluidukte einstecken? Ach nee, das kann man ja anders dann machen. Ich hätte noch 5. Es geht mir halt darum, was du die anderen haben einen Tank von Railcraft. Ja. Die Frage ist halt, machen wir auch einen Tank von Railcraft hin zum Lava sichern?
Oder gehen wir hin und sagen, okay, wir machen lauter Barrels drunter und saugen aus den Barrels Aber raus. ich glaube, einen großen Tank wäre besser. Okay, das heißt, wir haben dann noch jetzt einen Tank zu bauen. Freude. Ohne Strom. Also würde ich persönlich besser finden. Ja, es wird aber ein kleiner Tank, ne? Weil hier passt Ja, es aber gut. so ist ich hier so ein 2x2-Feld innen drin oder was? Also 4x4. Ja. Reicht ja. Ja, gut. Nur, dass da immer was ist, ein bisschen und ist gut. Produzieren ja durchgehend, daher. Die speichern ja selber auch noch was, die Crucibles. Das heißt, dann können wir so gehen. Und 4x4 geht nicht, es geht nur ungerade Zahlen. Nur zur Ja. kurzen Info. Okay, dann hätte ich gesagt, haben wir das. Das heißt, wir bauen jetzt dann schnell noch einen Tank, dass die Lava da reinkommt. Das heißt, dass wir dann, ja, das wird auf jeden Fall Ein noch bisschen Strom habe ich noch. richtig ulkig wird's noch. Und ich wollte eigentlich, das Lustige ist, ich wollte eine kurze Aufnahme machen. Ja, ist doch erst kurz. Ja. Wenn der verwirrte Mensch nicht, ach, ich wollte mal was testen. Flieg mal ein Stückchen höher, bitte. Ich will was wissen. Wie hoch denn? Warte. Nee, nee, nur ein Stückchen höher als ich. Bist du. Komm mal neben mich. Und dann mache ich jetzt 3, 2, 1, go. Ja, so. Bin ich schneller oder nicht? Nee, schneller nicht. Also dann kommt es einem nur so vor, weil mir kommt es immer so vor, wenn ich knapp über den Boden fliege, dass ich da etwas, dass ich immer meine, ich bin etwas schneller, als wenn ich weiter oben fliege. Aber wie gesagt, es kann auch ein Hirngespinst sein. Dann kriegst du jetzt einmal Strom. Wie gesagt, es ist momentan ist es pervers. Also der Also wie gesagt, ich weiß es nicht. Entweder liegt es am Server oder, wie gesagt, schaut mal hin. Oben bei mir 12 FPS per Chunk. Egal, wo ich momentan rumlaufe. Also, es ist schon heftig. Wie viel ist denn bei dir? F3 mal drücken. F3 drücke, habe ich. Ja, auch 11, 12. Also wie gesagt, das liegt nicht. Also ich hoffe, dass es nicht zu sehr leckt bei euch. Wie gesagt, es liegt definitiv nicht an uns, sondern es muss an dem Server liegen. Der ist momentan, glaube ich, leicht überlastet mit dem ganzen Aufbauten hier. Ja. So, Tank. Wir bauen aber gleich einen On Stahltank, ne? Das ist Rail. Hoffentlich klar. Wir brauchen einen Steel Tank, dann brauchen wir dafür. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht fliege, weil das war bei mir immer so. Wenn ich. Okay, das ist einfach nur Steel Plates. Haben wir noch welche da? Ja, ein paar. Okay, das heißt, wir haben jetzt. Wir haben gesagt, wir machen den Tank 4 hoch oder. Ne, wir machen den Tank 5 hoch, hätte ich gesagt. 5 hoch und ein Durchmesser von 5x5. Das heißt, wir brauchen 15, 15, 20, 25 pro Seite. Das heißt, 25 auf der einen, 25 auf der anderen sind wir bei 50. Und Trommelwirbel. Dann brauchen wir auf der linken und auf der rechten Seite nur noch 40. Und nicht mehr 50, weil die Seiten haben mehr. Das sind dann 140? Ne, 90. Oh. Nein, 90 sind's. Und dann haben wir nochmal oben 9 und unten. Ne, Schmarrn. Oben. Ja, das sind dann genau doch. Es müssten genau 100 sein, was wir brauchen. Wobei, man darf nicht vergessen, wir brauchen ja auch noch diese Gaff, weil ich möchte auf jeden Fall wegen reingucken können. Ich hätte gesagt, auf jeder Seite eine Linie, also drei.
Davon brauchen wir 6 und wir brauchen auf jeden Fall auch noch Valve zum Rein für raus. Da hätte ich gesagt, brauchen wir auch 2, ne? Was ein rein, ein raus. Okay, das heißt, wir müssen dann 2 weg und davon 6 machen wir 9 weg, sind es 11 weg. Das heißt jetzt, ich brauche 89 Blöcke. Das ist ein Stack. Dann sind wir jetzt bei 72, 81, 89. Müsste stimmen. Baust du die Valves oder soll Hey, ich was sie hast du bauen? denn gerade gerechnet? Hä? Du hast ein Stack, du hast einen Block zu wenig. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Ich habe gerade aufgerundet. Positiv Doof. für uns. Schön. Wir ja auch mal machen. Okay, dann hatte ich gesagt, wir brauchen 9 von den Gläsern. Habe ich auch. Und dann brauche ich noch von den Valves auch welche. Super. Wir haben keine Gitterstäbe mehr, oder? Ach Warum Mann. zeigt er mir jetzt hier das Rezept von den Steelwolves? Zeigt er mir gar nicht erst an. Ich brauche die Pfeile und Eisen. Von wem? Steelwolves, einmal nach rechts Ah, gehen. da. Ja. Dann brauchen wir davon Ingots. Oder auch nicht. Ich habe jetzt. Achso, brauchst du die? Wenn ich sage, es fehlen uns jetzt die Gitter. Ja. Eventuell. Schön. So, dann brauchen wir noch einen Wrench. Bis wir fertig sind, ist bestimmt dann ist das System leer. Eins reicht. Gut. Dann haben wir noch ein bisschen Rot da. Ja, bestimmt. Ja, den habe ich mal da. Bring mal bitte noch ein bisschen Rot vorbei. 35 haben wir noch. In die Mitte legen. Okay, dann hätten wir als alles. Das heißt, du kannst das System wieder halt. Irgendwas wollten wir doch noch. Ach genau, wir brauchen noch ein paar Leitern. Und wir brauchen von Carpenters Blöcken die komischen Dinger da. Diese Falltüren. 3 Stück. So, das heißt, von Carpenters haben wir noch eine da. Das heißt, ich crafte davon mal 4. Nein, ich crafte mal etwas mehr. Das heißt, ich brauche noch 7. Alter, jetzt, was ist jetzt wieder ausgegangen? Holz oder Sticks? Ach, Energie. Out of Energy. Verdammt. Bisschen haben wir noch. Okay, jetzt muss ich etwas schneller arbeiten. Das heißt, ich muss jetzt etwas schneller reden. Das Lustige ist, er macht die Energie aus und meine FPS wieder wegen kriegen. Lustig. Carpenter. Ah, er hat sie wenigstens noch gebaut. 1, 2. Sehr schön. Dann habe ich gesagt, wir brauchen noch Leitern. 1, 2, 3. Sonst brauchen wir, habe ich sonst da irgendwas da, was wir brauchen? Ja. Wir brauchen auf jeden Fall noch. Hier von was? Und zwar. Ach Mist. Hast du noch irgendwo ein Barrel übrig? Oder. Nee, den schlagen wir ab. Ja, jetzt fängt er an, verwirrt zu reden. Ich weiß. Entschuldigung. Es muss schnell gehen. Barrel übrig? Was denn Ja, für ein Barrel? wir brauchen noch Lava. Oder soll ich das mitnehmen, das Fass? Ich nehme es mit. Du gehst da rein. Das ist kein Müllplatz. Wie es aussieht schon. Nimm mal ein bisschen Redstone mit, bitte. Bevor das System alle ist. Ja, okay, ist jetzt Gott sei Dank ein Barrels drin. Ist jetzt noch ein bisschen mehr drin.
So, und dann hätte ich gesagt, gehen wir mal nach drüben. Wie viel Redstone brauchen wir denn? Ein bisschen. Wir müssen halt jetzt die jeweiligen Blöcke noch herstellen. Wir brauchen auf jeden Fall noch diese. Ach Mist. Wieder zurück. Die Crucibles brauchen wir ja auch noch. Oh ja, die sind im System. Zwei Stück. Scheiße! Erstmal ein Platz ist voll. Ich hab wirklich keinen Platz mehr. Das heißt, ich muss irgendwas. Ja, mit 9 FPS hier was auszusuchen, das ist ja. Kurz vor unmöglich. Wie gesagt, ich hoffe, dass es bei euch nicht zu sehr leckt, aber bei uns, also ich komme mir gerade vor, als wäre ich gerade auf Hungerlevel kurz vorm Verrecken. Und meine Hungerkeule ist hoffentlich voll. Ja, jetzt brauche ich noch Clay. Weil ich muss ja diesen komischen Clay da herstellen. Ich weiß aber nicht mehr, wie der geht. Wie geht denn? Glaub mit Bungil, oder? Ah, du könntest recht haben. Richtig. Davon brauchen wir, also zwei haben wir. Sieben brauchen wir. Nein, Schmarrn. Sechs brauchen wir. Zwei haben wir, das heißt, wir brauchen vier. Das heißt, 28 Stück. Brauchen wir dazu noch Kisten oder war das einfach nur. Nö, nee, nur dann jetzt ein U und dann. Okay, hab ich. Und dann heißt es jetzt den Ofen, aber der Ofen ist bestimmt schon out of energy. Richtig. Wo sind hier die Energieleitungen? Ja, und jetzt darf ich ins System laufen, weil der Furnace ist jetzt drin. Ah, es ist sogar noch so einer drin. Diesmal kannst du weg. Ist hier noch Energie? Ist hier noch Energie? Erde an Energie. Warten Sie, warten Sie. Da haben wir Energieleitung. Na, Dupperdose. Jetzt bei 9 FPS fängt es regnen an. Rat mal, was jetzt mit der FPS-Zahl passiert. Schießt in den Himmel. Genau. Ich schieß gleich zurück. Oh ne, bewegen darf man sich nicht. Also ich habe, wie gesagt, wir haben gerade 7 FPS hier. Mir wurde immer gesagt, das liegt an uns. Also das können sie vergessen. Im Bund steht ja schon fast gar nichts mehr. Eben. Okay, dann fliege ich jetzt mal nach hinten. Ich hoffe, dass wir alles dabei haben. Ja, es kann höchstens sein, weil hier so viele Entities spawnen. Oder ja, ich habe wirklich keine Ahnung. Da werden wir uns was wirklich überlegen müssen. Weil eigentlich auf Singleplayer umsteigen, das wäre wegen Scheiße. Ja. Okay, dann heißt es jetzt, ich bin zu Hause. Super, und es ist genau jetzt. Ihr merkt es wieder, es ist wieder früher Morgen geworden und dann fängt es Pissen an, dass man ja nicht den Scheiß wegkriegt. Ach Mann. Okay, das heißt jetzt, ich mache jetzt erstmal mein Inventar leer. Indem, dass ich dann eine Leiter reinhau. Super. Ich mache immer nur oben eine Leiter hin. Schmarrn. Ich mach unten eine Leiter hin. Und da auch. Dann heißt es jetzt, da drauf kommt der Deckel. Da drauf kommt der Deckel. Und da drauf kommt der Deckel. Und Cobblestone habe ich jetzt, ja. Wieder.
Okay, kann ich dazu machen. Hier ist schon zu. Okay. Das heißt, ich kann dann hier hingehen und dahin gehen. Ich hoffe, dass das funktioniert. Hier hingehen und dahin gehen. Jawohl. Ja, vielleicht machen wir da irgendwann auch andere Steine. So, dann habe ich da schon mal das da weg. Das heißt, ich habe wieder Platz. Das heißt, wir können jetzt nach unten den Tank schnell aufbauen. Plopp. Beziehungsweise ich stelle mal von Rohrschneider Stone Barrel hin. Kann er gleich da wegen Lava reinfüllen. Um die restlichen Teile zu machen. Oh, habe ich jetzt... Hä? Ich habe dir den falschen hingestellt, ich hält. Den da brauchst du. So. Okay. Dann wieder ein Wrench. Dumm. So, muss warten, bis alles hingemacht hat. Dann kann ich nämlich es anzünden. So, wir haben jetzt zwar keine Download-Schwierigkeiten mehr. Dafür Leck-Schwierigkeiten. Super. Ach, jetzt weiß ich, was wir vergessen haben. Wir brauchen noch Red Alloy Wire. Mist. Okay. Ich guck mal wieder, was ich kriege. Oh. Au. Okay, in der Zeit hätte ich gesagt, kann ich schnell den Tank auf klatschen. Bauen, meine ich. Auf klatschen. Ich habe einen Klatsch, ja. So, das heißt jetzt, ich muss jetzt den Tank 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Ich ziehe einen weiter hinter. Eins, zweite Reihe. Dritte Reihe. Vierte Reihe. Und fünfte Reihe. Vier, fünf. Ja, das ist jetzt ganz toll für euch, weil ihr seht nämlich gar nichts. Schon besser. 1, 2. Na super. Wenn du das... Ah, doch. Wenn du das abhaust und du hast die Farbe, ist die Farbe weg. Wenn das kein Bug ist, weiß ich nicht, was ein Bug ist. Das ist ja gar nicht so schön. Und, WTF! Das muss ich ausgerechnet haben. Pneumatik? Müssten oben sein. Ich brauche dann noch einen Fluidukt und einen Pneumatik, die sind oben in der Kiste. Pneumatik hab ich. Oh Mann. Ja. Okay. Das heißt, das da kommt dahin.
Da kommt dahin. Der kommt da momentan nicht hin, weil da brauche ich ja schon einen Rohrschneider. Genau. So. Jetzt mal den Wölf da ran. So, wir eine freie Hand. Ja, super. Auch der Wölf verfärbt sich dann. Sehr schön. Ich kriege es weit. Okay, das heißt jetzt dann hier, hier und hier. Das heißt, der muss auch weg. Brauchen wir eh noch einen Wolf, oder? Ich habe noch 5. Ach so. Weil da an der Ecke brauchen wir noch einen Auslass. Ja. Es ist auf jeden Fall schön, mal gemütlich zu arbeiten. Weil schnell geht's nicht, weil das lassen die FPS-Zahlen nicht zu. Und guck mal, geht er? Palüm, palüm. Geht? Ja. Sehr schön. 4 Millionen. Das heißt aber trotzdem, ich muss den aufmachen nochmal. Weil der Palüm, palüm Mensch hat vergessen, da den Tank hinzumachen. Und so, können wir eh voll machen. Und ich bin auch wegen www.vollverblödet.de. Weil? Möchtest du den unten befüllen? Ja, wieso soll ich jetzt mit dem Kabel nach oben gehen, wenn ich auch unten rein kann? Gut. Du musst hier noch 2 Leitungen legen. Weil sonst kriegen die keine Steine. Habe ich doch noch welche gefunden? Ja. Okay. Dann heißt, es kommt jetzt langsam Lava rein. Sehr schön, 22.000. Das heißt, wir haben jetzt hier unsere kleine, Lava-Produktion am Laufen. Wie gesagt, wenn die Energie nicht gebraucht wird, dann kann die da reingehen. Das heißt, soweit funktioniert schon. Und das System oben kann auch nochmal raussaugen, dass die Smeltery auch komplett arbeitet. Jetzt müssten wir es alles so richtig eingestellt haben. Also 4 Millionen passen rein, passt. Reicht locker. So, okay. Dann hätte ich gesagt, kommt jetzt auf jeden Fall noch diese Magmatic-Reihe noch hin, dass wir die Capacitor-Banks nochmal auffüllen können. Jo. Dann brauche ich aber die anderen Leitungen hier. Ja, und ich brauche die Essensleitung. Ich habe nur noch 8 Apple Juice. Wie möchtest du denn hingebaut haben? Ich hätte wieder gesagt in der Reihe, oder? Und befüllt von hinten, oder? Ja, hätte ich gesagt. Also quasi. So, und dann, Aha. Viele brauchen. Wieso fängst du so weit hinten an? Was? Wie war das mit da drüben mit der Leitung? Die, dass die was, Ja, da hast du zu mir gesagt, ich soll die Crew. Oh. Ich konnte mal schnell laufen, Entschuldigung. Nein, die, hier, die Transfer Node. Die, prüfen ja jeden einzelnen, was sie rausgeben. So. Der macht ja einfach die, und Thermal macht ja einfach die Leitung voll und sagt dann, mach, wo man abgeben kann. Da okay. Füllt er was rein. Aber trotzdem, es muss keine Platzverschwendung. Wir haben zu wenig Platz hier. Stimmt, du hast recht. Vergib mir bitte.
Okay, das heißt, dann auch noch holen. Das heißt, wir brauchen nochmal ein Pneumatik von oben. Ich glaube, wir haben noch einen. Und dann brauchen wir die ganzen Capacitor Banks, dass wir die auf gleich befüllen. Erstmal gestellt. Ja. Und es steigt, das ist drin. Jo. Wie gesagt, wir werden demnächst anfangen, auch mit Thermal Expansion die besseren Pipes noch herzustellen, dass da auch der Energiefluss besser wird. Aber das schaut jetzt alles ganz gut aus. Okay, der Tank ist jetzt leer. Aber das war ja uns von Anfang an klar. Ja, gut. Das heißt, wir haben jetzt hier wieder eine laufende Produktion. Das heißt, wir werden jetzt dann peu à peu das ganze Zeug hier hinter verfrachten. Wie gesagt, dafür, dass das jetzt etwas, ich hoffe, dass es nicht zu sehr geruckelt hat. Nur, dass es etwas langsam wirkt. Ist zwar auch schon nervig genug. Aber dann hätte ich gesagt, sind wir auch für diese Session durch. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal und hoffentlich wieder FPS stärker. Bis dahin, ciao. Ciao, ciao.